Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Und wenn es nur ein einziges Video gäbe, das ihr jemals über Fitness und Bodybuilding, ja Bodybuilding, sehen würdet, dann dieses. Hier bekommt ihr die 10 Dinge, die ihr definitiv wissen solltet. Diesmal ganz konstruktiv. Also nicht wie die üblichen Top 5, die in letzter Zeit kamen, wo sehr viel Dinge drin waren, die ihr nicht tun sollt, sondern jetzt mal konkret die 10 absolut wichtigsten Dinge, die ihr über Bodybuilding wissen müsst. Und wenn es nur ein Video gäbe, gibt es ja zum Glück nicht, aber wenn, dann würde dieses hier ausreichen. Kommen wir zu Platz 1. Bei Bodybuilding geht es um Regeneration. Ihr müsst darauf achten, dass ihr euch ordentlich regeneriert. Regeneration bedeutet am Ende nichts anderes als Muskelaufbau. Da geht der Körper über von der Regeneration zum Muskelaufbau. Das bedeutet in erster Linie, gönn dir genug Pause zwischen den Trainingseinheiten. Fühlt ihr euch noch erschöpft, müde, niedergeschlagen? Habt ihr noch diese Muskelspannung oder sogar Muskelkater? Genug Abstand davon. Das heißt, wenn euer Muskelkater vorbei ist und nicht nur Muskelkater, wenn ihr nicht mehr den Muskel spürt, in irgendeiner Weise einen Trainingsreiz spürt oder dergleichen, wartet noch mal 2 Tage und dann trainiert wieder. Ordentlich Regeneration. Und auch die Ernährung dreht sich um die Regeneration. Das ist die Number One Rule beim Bodybuilding. Ganz wichtig, was man am Anfang eigentlich nie bedenkt. Nummer 2, achte auf Progression, achte auf eine stetige Verbesserung. Die ist es ganz wichtig, immer zu haben. Und damit meine ich immer, von Woche zu Woche. Wenn diese nicht stattfindet, muss irgendwas angepasst, irgendwas verbessert, irgendwas überdacht werden. Das kann in vielen Bereichen geschehen. Ernährung, vielleicht muss das Training verbessert werden, der Split, die Art des Trainings, die Intensität des Trainings. Oder man muss mehr Pause lassen, die Regeneration, Nummer 1. Aber ihr müsst euch verbessern. Irgendwas muss passieren. Ist es die Kraft? Ist es die Ausdauer? Ist es irgendetwas? Ist es die Technik vielleicht? Werdet ihr euch in Wiederholungen steigern? Werdet ihr das Gewicht steigern, was in den meisten Fällen der Fall sein soll? Werdet das Spiegelbild einfach besser aussehen? Auch das kann sein. Selbst wenn die anderen Sachen nicht stattfinden, kann es sein, dass ihr einfach besser aussieht. Das ist zwar schwerer zu erfassen von Woche zu Woche, aber irgendetwas muss passieren. Und das eigentlich jedes Mal. Wenn ihr euer Training trackt, dann solltet ihr das irgendwie herausfinden. Selbst wenn ihr abnehmen wollt, etwas muss von Woche zu Woche geschehen. Es gibt nicht die Ausrede wie, ja gut, jede Woche muss ja auch nicht, denn das geht ja ganz langsam nach 6 Wochen erst. Nee, dann ist es zumindest im Grammbereich irgendetwas. Im Grammbereich nehmt ihr Gewichte zu, nehmt 1 Kilogramm näher nur beim Bankdrücken oder sonst was. Es muss sich verbessert werden und das müsst ihr anstreben. Zumindest muss es auch in eurem Kopf sein. Ich muss mich verbessern. Wer mit diesem Biss nicht rangeht, von Training zu Training, Wiederholung zu Wiederholung, Satz zu Satz, der hat da einfach nichts verloren. Dann ist es der falsche Sport. Und mit Nummer 3 haben wir dann eigentlich schon die Grund-3 Elemente. Also wenn es wirklich nur 3 gäbe, ein Video, wo nur alles auf 3 Kerndinge heruntergerissen wird, dann wären es die 3. Und zwar, ernähre dich ordentlich. Tja, das ist jetzt ein weites Feld. Was ist denn ordentlich ernähren? Das bedeutet vor allem die Grundelemente einhalten von der Ernährung. Ernähr dich zum Beispiel genug. Ess genug. Wenn du mit Kaloriendefizit reingehst, kannst du selten etwas machen. Als Anfänger mag das sein, aber ansonsten ist es sehr schwer, irgendetwas aufzubauen, weil du per se eigentlich nichts zum Bauen hast. Der Körper strukturiert höchstens um. Bedeutet, iss genug Masse, Kilokalorien. Iss genug Protein. 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich weiß, dass immer wieder Leute das Ganze kritisieren. Was ist damit gemeint? Ist die Muskelmasse gemeint? Wenn jemand viel zu fettleibig ist, ist das natürlich nicht unbedingt erforderlich. Aber es ist ein Sicherheitsmaßstab. 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und ihr seid auf Nummer sicher. Das bedeutet nicht, dass es nur damit geht, aber stellt es damit sicher. Genug Vitamine und Mineralien intus? Wenn nicht, mit Supplements vielleicht nachhelfen. Trinkt ihr genug? 3 bis 4 Liter sollten schon drin sein. Und natürlich, fühlt ihr euch irgendwie erschöpft im Alltag oder regeneriert nicht genug? Habt ihr ständig Muskelkater? Fühlt euch abgeschlagen? Wollt ihr eigentlich nie aufwachen morgens? Dann stimmt meistens was an der Ernährung nicht. Deswegen achtet auf die Ernährung und esst genug. Genug von allem. Und mit der Nummer 4 kommen wir schon zu etwas konkreteren Dingen. Trainiere bis zum Muskelversagen. Auch hier gibt es so einige, die immer wieder sagen, ja, man kann doch Reps in Reserve lassen und man kann verschiedene Techniken benutzen, man kann das Volumen steigern und so weiter. Aber nur eine Sache, wenn ihr nicht nur eine merkt und bedenkt den Titel des Videos, ihr habt nur diese 10 Regeln und ihr werdet niemals etwas anderes sehen.
Sollte das so sein, ist der beste Indikator, den ihr habt, so lange einen Satz machen und so viele Wiederholungen, bis ihr nicht mehr könnt. Denn dann wisst ihr, ihr habt alles gegeben und dann wisst ihr zumindest, dass ihr in einem bestimmten Bereich den Muskel zum Wachstum reizt. Selbst wenn das zu viel sein sollte und euch überlasten sollte, dann denkt an Nummer 1. Regeneriert genug. Lieber lasst ihr ein bisschen mehr Regeneration, weil ihr euch einfach mehr verausgabt habt, als irgendwie versuchen, irgendwas dazwischen zu machen und das erst zu studieren. Gibt es also nur einen Tipp, kann ich euch nur sagen, geht bis zum Äußersten. Und das ist gar nicht so leicht. Das kann man nicht von Anfang an. Das muss man erstmal lernen, das muss der Körper lernen, das muss eure Muskulatur lernen, das muss euer Gehirn lernen, das müsst ihr lernen. Also, das ist einer der absoluten goldenen Tipps, die es überhaupt da draußen gibt. Geht bis zum Muskelversagen. Tipp Nummer 5 ist damit ein wenig unkonventioneller und schließt an Tipp Nummer 4. Muskelkater ist ein Indiz. Und wohlgemerkt, legt das Wort auf die Goldwaage. Es ist kein Beweis dafür, dass Muskelkater stattfindet. Hat man nie rausgefunden, das ist die Kurzform davon, was Muskelkater so ganz genau ist, aber auch wozu er da ist und ob er wirklich irgendetwas damit zu tun hat, dass der Muskel besser wächst oder überhaupt wächst. Aber für uns ist es immer ein Indikator. Wofür ist ein Indikator? Alleine, dass wir irgendeine besondere muskuläre Leistung machen mussten. Selbst wenn das etwas ist wie im hohen Wiederholungsbereich, was eigentlich, wo wir wissen, nicht unbedingt mit Muskelwachstumsreiz zu tun hat, was nicht eure Hypertrophie anreizen wird. Aber wir wissen zumindest, der Muskel wurde benutzt und das in einem ganz besonderen Maße oder ungewohntem Maße. Und das ist ein Indiz. Das ist das einzige Indiz, das wir letzten Endes haben. Denn wenn wir nicht nach Muskelkater gehen, haben wir eigentlich nichts anderes. Nichts anderes, was unser Körper uns wirklich am nächsten Tag als Signal gibt. Ein bisschen erschöpft fühlen oder sonst was. Danach kann man nicht gehen. Das heißt, dann müssen wir raten. Ja, selbst wenn was anderes besser ist, aber wir haben einfach kein Gefühl dafür. Ist es da? Ist es nicht da? Haben wir es erreicht? Haben wir es nicht? Habt ihr aber Muskelkater, dann zumindest wisst ihr, ich habe was getan. Ich habe mich verausgabt. Und ich muss zumindest ganz persönlich sagen, ich habe niemals in meinem Leben nicht den Muskelkater angestrebt. Nur ganz wenige Einheiten in 25 Jahren Training blieben komplett ohne Muskelkater. Meistens sogar 2-3 Tage. Und ich war recht erfolgreich damit. Manch andere aus der Vergangenheit, neben Schwarzenegger, haben darauf geschworen, immer nur mit Muskelkater zu arbeiten. Aber auch viele andere sorgen zumindest dafür, dass sie am nächsten Tag den Muskel spüren. Ja, Naturale werden den sogar länger spüren, weil die Regeneration einfach etwas schwächer ist und diejenigen, die nachhelfen, wahrscheinlich weniger. Aber das ist unser Indiz, unser einziges Indiz. Nutzt es. Wir durchschreiten die Top 5 und kommen zu Platz 6. Und das ist natürlich ein großes Thema, das sich jeder fragen wird, früher oder später. Supplements. Wenn es um Supplements geht, dann nutze exakt diese. Auch hier wollen wir das sehr stark zusammenfassen und gar nicht erst eine Debatte aufkommen lassen, sind Supplements überhaupt sinnvoll oder nicht. Dazu nur kurz, wir gehen mit Supplements auf Nummer sicher. Nummer sicher, dass wir abgedeckt sind. Sind sie nötig? Wissen wir nicht. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir wollen alles tun, um sicher Muskeln aufzubauen. Und dazu kann ich vor allem diese 4 Supplements empfehlen, die man doch dann schon haben sollte und die vor allem eigentlich die größte Evidenz aufweisen. Proteine. Ihr braucht genug Proteine. Holt euch einen Proteinshake und sorgt dafür, dass ihr auf diese 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht kommt. Vitamine und Mineralien. Sorgt mit einem guten Vitamin- und Mineralpräparat, wenn ihr das auch noch nehmt, dass ihr zumindest immer alles abgedeckt habt. Esst ihr auch Obst und Gemüse und Salat? Hey, super, dann habt ihr die sowieso. Das heißt, dann werdet ihr die Vitamintabletten einfach nur wieder ausscheiden. Da passiert nicht viel, wenn ihr die richtigen habt. Dann habt ihr ja keine 5000% von irgendwas. Aber solltet ihr nicht genug an dem Tag gegessen haben oder in der Woche oder nicht alles an Vitaminen und Mineralien eingesammelt, hey, dann habt ihr es damit ergänzt. Also warum nicht? Wieder auf Nummer sicher gehen. Vitamine, Mineralien. Kreatin. Kreatin ist wirklich so ein bisschen das Doping im natürlichen Bereich. Das hilft immer, hat die meisten Studien zur Grundlage, dass es wirklich hilft. Und für mich ist es ein wahres Wundermittel, das mir von Anfang an einen Push gegeben hat. Und dann gibt es an 4. Stelle natürlich alle möglichen Supplements rund um das Training. Ein Booster hat einen netten Effekt und kann euch den letzten Kick im Training geben. Auch hier wieder. Streiten wir uns nicht darüber, ob es nötig ist oder nicht, aber es hat zumindest einen direkten Effekt. Irgendeine Maschine geht hier gerade an. Ich hoffe, das stört nicht wieder im Ton.
aber auch so etwas wie Kohlenhydrate, Glucose, die ihr einfach schnell zu euch nehmen könnt rund ums Training, ob ihr jetzt zu schlecht euch davor ernährt habt oder ob es einfach nur ist, um euch den Insulinkick zu geben. Natürlich das übliche Kreatin, Aminosäuren, EAAs und so weiter. All das kann helfen. Für den Pump, Citrullin, Arginin. Schaut euch gerne mal das entsprechende Video von mir dazu an, von den Sachen, die ihr während des Trainings und nach dem Training und vor dem Training beachten sollt. Da ist eine ganze Menge drin. Oder natürlich auch mein Gotti-Booster. Da findet ihr eine ganze Menge zu. Und das sind die Dinge, die ich definitiv empfehlen kann. Platz Nummer 7. Irgendwann werdet ihr danach fragen, suchen, irgendwo den Heiligen Gral suchen. Und zwar nach der besten Übung für eine Muskelgruppe. Und hier direkt der Tipp, es gibt keine beste Übung für eine Muskelgruppe. Es gibt nicht mal viel bessere und viel schlechtere. Probiert alles Mögliche aus. Ich rede nicht von den exotischen Quatschübungen und das werdet ihr schnell rausfinden, welche das sind. Aber von den 6 bis 10 absoluten Grundübungen für eine entsprechende Muskelgruppe, die man überall findet, die weit verbreitet sind, müsst ihr einfach herausfinden, was euch am besten liegt. Und nicht nur, was am meisten Spaß macht, denn das bedeutet nicht am besten liegen, sondern wo ihr auch vielleicht merkt, auch wenn die gar keinen Bock machen, aber irgendwas bringen die mir am meisten Muskelkater danach. Oder merkt ihr von Woche zu Woche, dass ihr stärker werdet, dass euer Spiegelbild sich verbessert, dass der Muskel wächst. Hey, das meine ich mit ausprobieren. Selbst wenn sie euch keinen Spaß machen oder auch wenn sie viel Spaß machen, wenn euer Pump gut ist, was auch immer. Probiert die Übungen aus, aber guckt nicht, welche Übung ist denn jetzt definitiv besser, was machen die anderen und so weiter. Das müsst ihr rausfinden. Nummer 8 schließt so ein bisschen daran an, wie trainiere ich? Trainiert mit einem sauberen, guten Splitplan. Und das ist im Prinzip erstmal simpel. Es gibt eine ganze Menge Split-Trainingspläne, die ich hier auf meinem Kanal durchgehe. Schaut euch die Videos einfach mal an zum Dreier-Split, Zweier-Split, Vierer-Split und so weiter. Selbst ein Ganzkörperplan. Aber letzten Endes schaut da drauf, dass ihr einen sauberen Split habt. Was bedeutet ein sauberer Split? Kein Muskel ist dem anderen großartig im Wege. So etwas wie Schultern und Brust direkt hintereinander trainieren an Tag 1 und 2 muss doch nicht sein. Genauso wie die Arme, die vielleicht die großen Muskeln blockieren. Und die Priorität sollten immer die großen Muskeln sein. Rücken, Beine, Brust, das ist Priorität. Die kleinen, die kommen so ein bisschen mit, den großen mit. Aber alles andere kann untergeordnet werden. Sorgt dafür, dass die nicht im Wege stehen. Sorgt dafür, dass ihr genug freie Trainingszeit dazwischen habt. Regeneration, Platz 1. Sorgt dafür, dass ihr vielleicht freie Tage dazwischen habt. Auch dazu gibt es ein Video hier. Man merkt, es wird jetzt schon ein Sammelsurium hier mit den Top 10 Tipps. Da ist das Video dazu. Die Ironie dabei ist natürlich, wenn ich die Überschrift habe, wenn man nur ein Video hat, das man gucken kann. Und jetzt verweise ich hier auf die anderen Videos. Aber merkt euch den Tipp, Splitplan, sauber die Muskelgruppen voneinander trennen. Habt ihr genug Regeneration dazwischen? Das ist das Geheimnis vom Splitplan. Und natürlich ganz nebenbei sollte er auch noch tatsächlich Freude machen, Spaß machen, sodass ihr wirklich Lust habt, so zu trainieren. Wem ein Ganzkörperplan einfach richtig gut gefällt, super. Den meisten gefällt es nicht unbedingt, weil sie einfach nicht mit so viel Motivation rangehen. Hingegen ein reiner Brust- und Bizeps-Tag oder reiner Brusttag sogar, das macht vielen Leuten einfach Spaß, einen Muskel richtig auszupowern. Hey, dann macht das. Nummer 9. Lernt, so schnell es geht, euren Muskel richtig gut zu spüren. Damit meine ich jeden Muskel. Lernt es, den Latissimus zu spüren. Lernt es, den Trapez zu spüren. Lernt es, eure Brustmuskel zu spüren. Und das heißt nicht, dass ihr einfach nur einen Pump habt beim Training oder dergleichen, auch wenn das ein guter Indikator ist. Nein, ihr müsst gucken, dass ihr möglichst reinkommt in den Muskel, ihn wirklich brennen spürt. Die meisten schaffen das teilweise nach Jahren noch nicht, den Rücken richtig gut anzusteuern, weil sie sich nie darauf konzentriert hat. Ein paar kleine Tipps, wie man es lernen kann, in einen Muskel besser reinzukommen und diesen zu spüren. Geht zum Beispiel mal vom Gewicht runter und mit den Wiederholungen hoch. Konzentriert euch auf jede einzelne Wiederholung, dann könnt ihr es auch besser ausführen. Dadurch lernt ihr es oft, euch besser in den Muskel einzufinden. Gutes Aufwärmtraining ebenfalls. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr durch das Aufwärmtraining die Brust von Anfang an besser spürt, besser ansteuern könnt und dementsprechend wesentlich mehr Blut reinbekommt, im Training den Muskel besser trefft, danach einen besseren Reiz gesetzt habt und die Muskelgruppe wächst einfach noch besser danach. Also gut aufwärmen und von Anfang an spürt ihn gut. Und auch, hatten wir gerade, wenn ihr einen guten Splitplan habt, der sich wirklich mal um eine Muskelgruppe kümmert und da sind Splitpläne, den Ganzkörper- oder Zweiersplits überlegen, an dem ihr so viel Muskelgruppen an einem Tag trainiert. Wenn ihr euch mal wirklich mit 10 Sätzen um einen Muskel kümmert, dann kommt ihr auch besser rein. Macht das zumindest mal für eine Zeit.
bevor ihr nach 3 Sätzen wieder abbrechen müsst und müsst zum nächsten Muskel übergehen. Dann könnt ihr euch auch auf Dauer weniger dort gut einfinden. Aber einen Splitplan mal einfach zu machen, damit ihr euch besser in den Muskel reinfindet, von Übung zu Übung und Satz zu Satz, das macht Sinn. Denn das Muskelgefühl ist letzten Endes das, was am Ende eure Erfahrung ausmacht und siegen wird. Das braucht ihr einfach, wenn ihr in dem Sport Erfolg haben wollt. Und Platz Nummer 10, aber auch wahnsinnig wichtig, abonniert diesen Kanal. Denn sonst werdet ihr es einfach nicht weit bringen. Solltet ihr das aber schon gemacht haben, so ein anderer Tipp für euch, und zwar Mut zum Gewicht. Es gibt immer wieder die Debatte, braucht man wirklich viel Gewicht oder nicht. Wenn wir jetzt aber hier von auch Trainingsanfängern ausgehen oder Leuten, die sich wirklich auch hier wieder, nehmt die Überschrift wortwörtlich, ihr habt nur einen Tipp, dann könnt ihr nicht einfach viele Tipps befolgen und rumprobieren. Nein, aber Gewicht wird euch definitiv am sichersten zum Ziel führen. Manche schwören darauf und bei denen funktioniert es, nur mit Gewicht enorme Muskelmassen aufzubauen, weil man den Körper mehr oder weniger zwingt. Wenn er mehr Kraft hat, muss er irgendwann ein wenig mehr Muskulatur aufbauen. Nicht unbedingt in der Priorität, aber irgendwie muss da etwas passieren. Im Mindesten. Das heißt nicht, dass ihr jetzt auf Max-Reps gehen sollt, also nur eine Wiederholung. Aber Mut zum Gewicht bedeutet auch mal auf 5, 6 Wiederholungen runter und vor allem das Gewicht zu steigern, bevor ihr einfach immer nur rumdümpelt um die 15, 20 Wiederholungen oder dergleichen. Ihr zwingt euren Körper damit irgendwo zu wachsen. Und ja, gerade in den Anfangsjahren brauchen viele Leute erstmal ein recht hohes Gewicht, um vor allem den Muskel daran zu gewöhnen, ihn stark zu machen, die Satellitenzellen zu vermehren in den Muskeln, und davon profitiert man dann die zweite Hälfte seines Trainingslebens, wenn man älter geworden ist, wenn man schon 10 Jahre trainiert hat. Dann kann man wieder die große Klappe haben und sagen, auch mit vielen Wiederholungen und kleinem Gewicht kann ich das machen. Aber dann hat man sich einfach schon den großen Obolus verdient. Das sind die 10 wichtigsten Tipps, die ich euch jetzt mitgeben kann. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, weil wenn man nur 10 raussuchen soll, dann kann es ganz leicht sein, dass jetzt jemand sagt, den würde ich aber eher da reintun und vielleicht stimme ich euch zu. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr irgendeinen Tipp austauschen würdet und sagt, nee, das hier ist viel wichtiger, viel elementarer, und damit hast du definitiv weniger das Richtige getroffen. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Top 10, ich freue mich darauf, wie ihr meine Top 10 beurteilt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr einen dieser Tipps befolgen wollt und die richtigen Supplements bekommen, schaut mal bei Protein Arena vorbei, da bekommt ihr 15% off von euren Supplements. Sucht euch eure Lieblingssupplements aus, nicht nur eine Marke. Und wer jetzt noch ein bisschen weitergehen möchte und sich einfach mal so schöne Top 5 vertiefende Tipps anschauen möchte, der guckt sich dieses Video hier einfach mal an und kann dann direkt ein wenig tiefer in die Materie eintauchen. Ansonsten, liked das Ganze, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, und ich freue mich dann schon, euch wiederzusehen. Bis bald, euer Gotti.